Matthias nimmt sich heute die Nachfahren von drei echten automobilen Klassikern zur Brust. Retro oder geht so? Das ist hier die Frage. Retro-Autos sind ja meistens schick anzuschauen, aber sie haben ein kleines Problem. Sie haben meistens viel zu wenig Leistung. Da muss doch eigentlich was zu machen sein, oder? Ja, da ist was zu machen und genau deswegen schaue ich mir heute meine Top 3 der Retro-Racer an. Platz 3. Ein Fiat 500 mit richtig Feuer unterm Hintern. Armin, moin. Hallo Matthias, grüß dich. Mein Platz 3. Jawohl. So, Fiat Abarth 500. Das ist ja ein absolutes Frauenauto, ne? Ich möchte dich von was anderem überzeugen. Mit 200 PS und 310 Newtonmetern Drehmoment ist der GTEC Abarth 500 einer der stärksten seiner Art. Der Gesamtpreis liegt bei 31.500 Euro. Für die 12.000 Euro Aufpreis zur Serie spendiert der Tuner Leistungssteigerung, Gewichtsreduktion und eine Extraportion Fahrdynamik. Sein Design stammt vom Urahn Fiat Cinquecento. In der Bauzeit von 1957 bis 1977 verkaufte sich der Winzling rund 3,7 Millionen Mal. Nicht zuletzt, weil er schon damals als wendiger Spaßmacher galt. Deutlich mehr Spaß sollte der üppig motorisierte GTEC bieten. Oder? Dann würde ich sagen, fahren eine Runde, oder? Alles klar. Alles klar. Einsteigen und Abfahrt für den bayerisch-italienischen Giftzwerg. Matthias tritt ordentlich aufs Gas und treibt den 500er durch den Handling-Parcours. Also das fühlt sich sowas von kräftig an. Das ist doch ein Frauenauto eigentlich. Und der Abarth wird meistens von Männern gefahren, ja. Ja, ist das wirklich so? Ja, meistens. Also Abarth ist ein Männerauto. Mhm. Abarth ist seit den 60er Jahren der Haus- und Hoftuner der Marke Fiat. Und echt abartig geht der aufgemotzte 500er. So, wir sind gerade eben erst losgefahren. Jetzt haben wir schon 180, 190, 200. Jetzt haben wir 200. Und es geht munter weiter. Also ich meine, das ist okay. Die Bremse, aber das sind auch die Winterreifen, ne? Wenn man mit dem Fiat so richtig in die Bremse geht, dann bewegt sich das ganze Fahrzeug. Und zwar mehr oder weniger in alle Richtungen. Was natürlich daran liegt, dass wir heute auf nasser Strecke unterwegs sind. Wir sind mit Winterreifen unterwegs und es ist eisekalt. Also das Auto ist wirklich, es bremst, ja, das funktioniert alles wunderbar. Aber es geht wirklich rechts, links. Und man muss tatsächlich so ein bisschen korrigieren, wenn man das ESP ausgeschaltet hat. Daher unser Rat, besser das ESP anlassen. Sag mal, wie schnell geht denn der eigentlich auf 100? Der fühlt sich kräftig an. Der fühlt sich echt, der steht gut im Saft. Ja, ich schätze, so richtig gemessen haben wir es noch nicht. Aber habt ihr noch nicht gemessen? Nein. Echt nicht? Aber ich vermute mal so knapp unter 7 Sekunden. Okay, das werden wir ausprobieren. Ich habe nämlich eine schöne Performance-Box dabei. Wenn sich wunderbar treffen, ja? Dann wissen wir das auch mal ganz die genau. Die schnallen wir jetzt rein. Um den Sprint von 0 auf Tempo 100 möglichst genau zu messen, braucht Matthias ein GPS-Messgerät im Auto. Na, Performance-Box her. Macht nichts, wenn es schnell geht, Maxi. Die Montage gestaltet sich für Armin und Matthias allerdings schwieriger als gedacht. Na, Herr Malmedy, wo hackt's denn? Bitte? Schneid mal. Anleitung gucken. Was für eine Anleitung? Du musst ihn einstecken. Die kann ja gar nicht funktionieren. Der war drin eben noch. Ja, genau. So. Armin. Die technischen Schwierigkeiten sind überwunden. Matthias und Armin wollen es genau wissen und geben im 500er ordentlich Dampf. Trotz viel Schlupf am Start reißt der Abarth mächtig an und unterbietet Armins Schätzung deutlich. 6,5. Bist du zufrieden mit mir? Nein, war gar nicht so schlecht. Bist du zufrieden mit mir? Das hast du gut gemacht. Ja, 6,5. Kann man lassen, ne? In 6,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Und das mit Winterreifen und bei nasser Fahrbahn. Damit liegt der Fiat auf Augenhöhe mit dem aktuellen Golf GTI. Doch der Italiener kann auch beim Slalom richtig punkten. Ich sag mal so, ne? So ein kleines Auto mit so viel Spaß bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Ja, wird nicht zu Unrecht als Go-Kart bezeichnet. Und das ist nicht die einzige Eigenschaft, die Matthias am Abarth gefällt. Alter, wieso hört er sich denn bitte so krass an? Das ist ja das Modell mit der Klappenauspuffanlage. Wir fahren jetzt mit geöffneter Klappe. Ich hör's. Das ist definitiv der beste Fiat 500, den ich je gefahren bin, weil der geht richtig gut, der liegt gut. Und wenn man auf Fiat 500 steht,
dann hast du eine richtig schöne Krawallbude unterm Hintern. Platz 2. Ein Mini, der radikal auf Rennsport getrimmt wurde. So, das war mein Top 3. Jetzt kommt Platz 2. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, das wird komplett anders als der Fiat. Mini ist angesagt. Joachim. Hallo. Tachchen. Ich habe mir ja euer Auto nicht umsonst ausgesucht, ne? Sag uns doch mal bitte ganz kurz, was die 3 knackigsten Highlights sind an diesem unschuldigen Fahrzeug. 3 wichtigsten Punkte ist A, Gewicht, B, Leistung und vor allen Dingen Drehmoment. 75.000 Euro soll das Gerät kosten. Der getunte Engländer leistet 310 PS bei 400 Newtonmeter Drehmoment. Dazu gibt es Türen und Motorhaube aus GFK. Die Rücksitzbank ersetzt ein Stahlkäfig. Sein Kampfgewicht? Knapp 1000 Kilogramm. 235 Kilo weniger als das Serienauto. Ein Renngerät mit Straßenzulassung also, ganz im Stil seiner Vorfahren. Die mischten in den 60er Jahren die Rallye-Meisterschaften auf. Grund genug für Matthias, den Sprössling auf seine Rennsporttauglichkeit zu testen. Jetzt mal nach den ersten paar Metern, ne, die erste Frage, kann ich das Fahrzeug so zulassen? Ja. Genauso wie er hier steht. Genauso wie er steht. Das ist es, Leute. Also wenn das jetzt auch noch so fährt, wie sich das anhört, ne, dann hast du, glaube ich, einen neuen Kunden. Okay. Den Sprint auf Tempo 100 absolviert das Leichtgewicht in nur 5,8 Sekunden. Fast genauso schnell wie ein Porsche Cayman. Erst bei 260 km/h rennt der Mini in den Begrenzer. Das Auto ist eigentlich für Truck-Test gebaut. Also wir wollten zeigen, was man überhaupt aus diesem Mini machen kann. Doch nicht nur auf den Geraden, sondern auch in den Kurven kann die Krawallbüchse überzeugen. Eine Extraportion dynamisches Fahrverhalten macht den Engländer zum echten Kurvenräuber und bringt Matthias ins Schwärmen. Das ist unglaublich. Das ist wirklich Wahnsinn. Und je wärmer die Reifen werden, desto mehr Traktion hast du dann auf der Hinterachse. Dann übersteuert er nicht so. Also man merkt immer noch, wie er mitlenkt an der Hinterachse. Extrem präzises Einlenken, extrem präzises Mitlenken dann, wenn die Hinterreifen warm sind. Dann hebt der Mini auf Wunsch und bei schneller Gangart auch gerne mal das Beinchen. Das weckt bei Matthias amoröse Gefühle. Hey Joachim, wenn ich jetzt nicht so festgeschnallt wäre, ne, würde ich dir jetzt gerne ein Küsschen geben. Okay. Geiles Auto. Unfassbar. Ja, das ist ein richtiges Track-Tool. Mit dem Auto kannst du auf die Rennstrecke fahren und hast dort mega Spaß. Und du fährst allen, aber wirklich allen um die Ohren. Selbst ein GT3 auf der Nordschleife ist kein Problem mit diesem Auto, was da hinter uns steht. Und das ist mal echt eine Ansage, das sieht man einfach nicht, dass dieses Auto so fahren kann. Ob der Brite diese Performance auch im Alltag abliefert? Tuner Joachim und Matthias wollen es herausfinden und den Mini mit Getränken beladen. Durch die geringe Bodenfreiheit der Rennsemmel stoßen die beiden jedoch schnell auf das erste Hindernis. Ich geh mal eben gucken, ne? Okay. Ich hab da immer Angst bei sowas. Ja, das geht doch. Alltagsauto. War ich doch. So. Und zack, schon sind wir wieder drin. Matthias geht auf Shoppingtour. Jetzt muss der Mini seine Qualitäten als Raumwunder unter Beweis stellen. So, Joachim, ich habe ein bisschen was aufgeladen, ne? Hauptsache, ich habe Mörderdurst, sag ich dir. Hier. Okay. Ah, so. Oh. Ein Platz ohne Ende. Machen wir es so. Nee, du brauchst mir nicht zu helfen. Geht schon so. Nö, ist okay. Ja, ich würde sagen, passt noch einer rein, der passt auf jeden, da passen noch 2 rein und dann passen hier noch mal 2 drauf. Aber so ist es sicher, so passiert nichts und so lassen wir es, würde ich sagen. Okay. Beladen ist der Mini. Aber können die beiden nach der Testfahrt die Limo auch ohne Explosionsgefahr öffnen? Jetzt kommt es auf den Federungskomfort an. Für Matthias ein gefundenes Fressen. Wie die Flaschen hin und her gehen. Das müssen Sie mal mit Ihrem Auto zu Hause probieren. Sind Sie noch alle da? Alle noch da. Ob das was wird mit einem zweiten Standbein als Getränkelieferant? Den passenden Lieferwagen dafür hat Matthias offensichtlich schon gefunden. Eigentlich benutzt man dieses Wort viel zu oft, ne? Dass ein Auto fährt wie ein Go-Kart. Aber das hier ist jetzt mal ein Auto, wo es wirklich echt zutrifft. Ja. Das ist ein großes Go-Kart für große Strecken. Genau. Also die Gene sind in dem Wiege gelegen.
Ob das auch fürs Getränkeliefern gilt? Der Moment der Wahrheit ist gekommen und Lieferjunge Matthias bittet Joachim zum Flaschentest. So, Joachim. Jetzt gucken wir mal, wie sich die Limo so verhalten hat, ne? So, wir nehmen eine beliebige Flasche. Und Achim, die machst du jetzt auf. Ja? Oh, okay. Super. Also, das ist doch ein schöner Shot gewesen jetzt. Also ich würde sagen, Alltagstauglichkeit 3-. Okay. Ja, aber dafür auf der Strecke 1+. Danke. Aber was Schöne ist, einen haben wir noch. Hier kommt Platz 1. Platz 1 geht an ein deutsches Urgestein im Flower Power Look. Wie dieser Hobel abgeht, das ist ja unfassbar. Dieser Hobel ist der Beetle von Matilda Racing. Das getunte VW-Aggregat unter der Blümchenhaube gibt Flower Power eine völlig neue Bedeutung. Nur 5,3 Sekunden dauert der Sprint von 0 auf Tempo 100. In Kombination mit einem Topspeed von 276 km/h ist hier Überholprestige serienmäßig. Urahn des Beetle, der VW Käfer. Dieser war mit maximal 54 PS deutlich moderater unterwegs. Sein zeitloses Design machte den Käfer zum absoluten Kultobjekt. So Leute, und das ist er, Blümchen. Ja, das ist eine Blümchenrakete, denn dieser Beetle soll angeblich 380 PS haben. Und weil das so eine Fabelzahl mal wieder ist, steht das Ganze auf einem Prüfstand. Und das ist der Michael, der wird das ganze Ding messen und der hat es auch gebaut. Michael, 380 PS, 2 Liter Hubraum, wie soll das funktionieren? Das geht eigentlich relativ einfach. Man modifiziert etwas, packt einen größeren Lader drauf, ändert noch ein paar kleinere Komponenten und dann gibt man dem Druck. Okay, dann würde ich sagen, geben wir ihm jetzt richtig Druck. Ich will das sehen, die 380, ob er die wirklich hat. Michael startet die Messung. Wird der Beetle tatsächlich 380 PS auf den Prüfstand bringen? Also, was haben wir gehabt? Boah, knapp 378 PS. 377,8 PS. Ich würde sagen, das ist in Ordnung. Schlüssel steckt, ich fahr. Die schiere Kraft des Beetle bekommt Matthias schon auf den ersten Metern zu spüren. Also das Schöne ist an diesem Auto, dass das Äußere nicht, überhaupt gar nicht, aber 0,0 zu den Fahrleistungen passt. Das ist Wahnsinn, wie dieser Hobel anreißt. Die Flower Power Mogelpackung kostet 29.000 Euro. Zusammen mit dem Beetle als Basis sind das komplett rund 61.000 Euro. Ja, generelle Untersteuertendenz ist definitiv da. Das kannst du natürlich im Fronttriebler nicht aberziehen, so richtig. Aber jetzt kann man hier tatsächlich dafür sorgen, dass das Heck mitlenkt. Und zwar richtig schön. Achtung. Es ist Mittagszeit. Zum Glück hat das Grip-Team vor Ort eine 1A-Semmellieferantin. Habt ihr auch so einen Kohldampf, Jungs? Ja, ein paar Semmeln wären nicht schlecht. Ja? Wäre super, ja. Soll ich Martina anrufen? Jo. Bringt uns hier auch gleich vorbei. Kurze Zeit später trifft Bäckereifachangestellte Martina mit den Brötchen ein. Das Team wartet schon ungeduldig. Martina verguckt sich gleich in den Beetle. Boah, cooles Auto hast du da. Auto? Ja, voll der Hammer. Was so ein süßer kleiner Schlitten. Wie viel PS hat er? 120 oder sowas. Ja, das ist auch gut. Würdest du mich mal mitnehmen? Ganz bitte, ehrlich, Martina? Bitte. Nein. Warum? Ja, weißt du noch, im M3, die Kreisch Queen? Ja, okay, ja. Das war jetzt ich was anderes. Ich habe jetzt noch Ohrenschmerzen. Denn Martina ist nicht nur Bäckerin, sondern auch eine der drei Grip Scream Queens. Im umgebauten Drift M5 brachte Martina Matthias Trommelfelle zum Platzen. Wir machen Deal. Ich nehme dich mit, aber nur, wenn du nicht schreist. Wenn du schreien solltest, wir fahren 5 Minuten. Wenn du schreien solltest, bezahlst du dieser Mint und nicht ich. Okay, abgemacht. Martina hat sich vom Blümchendesign des Beetle blenden und von Matthias veräppeln lassen. Von wegen 120 PS oder so. Alles gut, Matthias. Ja? Nächste Mal, ich kann mich beherrschen. Beherrschen? Das lässt sich Matthias nicht zweimal sagen und treibt den Beetle und Martina ans Limit. Oh mein Gott. Das ist jetzt schon Schreien, ne? Oh mein Gott. Nein, das ist nicht Schreien. Ich lasse das Schreien. Nein, das ist nicht Schreien.
Okay, dann lassen wir das gerade noch mal durchgehen. Also mal mit die, gib Gas. Da ist sie wieder, die Martina. Oh, so kennen wir sie. Damit ist auch klar, die Brötchen gehen auf Martina. Für diese 120 PS, stimmt's, hat's eine Mega-Leistung, also wirklich. 120? Oder wie? Das glaubst du nicht im Ernst, dass der 120 PS hat? Nicht? Von lauter Kurven und Drehen, Entschuldigung, da kann man sich gar nicht. Das ist wirklich gut gemacht, ja. Warum der Beetle meine Nummer 1 ist? Ich meine, das Auto hat kein ESP, einstellbares Fahrwerk, 380 PS und das Ganze in einem Kleid, wo du es einfach absolut nicht erwartest. Göttlich.